Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Guide über das völlig neu gestaltete Bausystem in Conan Exiles. Diese Inhalte, die ich euch jetzt zeigen werde, sind noch nicht final. Sie stammen aus dem Test Live, also dem Beta-Build zu Update 3.0, auch bekannt als Age of Sorcery. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Doch bevor ich beginne, fangen wir noch mit einer kleinen Anmerkung an, oder auch zwei. Ihr werdet bemerken, dass die Sprache im Spiel bei mir auf Englisch steht. Das hängt damit zusammen, dass ich meinen Test-Live-Klienten vollständig auf Englisch umgestellt habe. Da ich am geschlossenen Beta-Test, welcher von Mitte Juni bis Anfang August stattgefunden hatte, teilnahm und die Kommunikation mit den Entwicklern, aber auch mit anderen Testern ausschließlich auf Englisch stattfand. Ebenso werdet ihr bemerken, dass meine Stimme aktuell ein wenig nasal klingt. Keine Sorge, das ist keine Erkältung oder Covid, nein, das ist nur meine impertinent nervende Hausstauballergie, die ich absolut nicht in den Griff bekomme und die mir mehrfach in der Woche eine völlig verschlossene Nase gönnt, so auch heute. Aber genug davon, legen wir los. Das alte Bausystem, welches seit der ersten Early Access von Conan Exiles wenig bis gar keine Aufmerksamkeit seitens der Entwickler erhalten hat, war so. Ihr musstet mit den gesammelten Ressourcen im Gepäck die einzelnen Bauteile wie Fundamente, Wände, Türen, Truhen und so weiter und so weiter manuell herstellen und diese mit euch in eurem Inventar herumschleppen. Andere Dinge, wie zum Beispiel Dekorationen, musstet ihr in diversen Werkbänken ebenso manuell herstellen und dort zwischenlagern, dann in euer Inventar packen und diese dann präsentieren. Dieses wurde im Laufe der Jahre durch die vielen neuen Inhalte, wie zum Beispiel durch die DLCs, immer voller und voller, blähte sich auf und damit wurde es auch unübersichtlich. Aber jetzt ist damit Schluss. Und so präsentiere ich euch voller Stolz nun den Konstruktionshammer. Euer neues Allzwecktool, um die barbarischen Architekten der Spätsteinzeit sein zu können, die ihr eventuell schon immer einmal sein wolltet. Dieser Hammer bietet euch nun einen nahezu vollständigen Zugriff auf das Bausystem. Einfach den Hammer, nachdem ihr ihn in eurem Handwerksinventar hergestellt habt, in eure Leiste ziehen, aktivieren und F drücken. Hier werden die Konsolen mit Release natürlich eine andere Belegung haben, das wird sich allerdings noch zeigen, welche das genau sein wird. Nun öffnet sich ein Baumenü, welches sich in drei Hauptkategorien unterteilt. Zwischen diesen Kategorien könnt ihr mittels der Maus, aber auch durch die Tastatur durch Drücken der Taste Q oder R hin und her switchen. Diese sind in Gebäudeteile, also Building Pieces, in der Mitte dann die Handwerksstationen, also Crafting Stations, und rechts in Dekorationen, im Englischen Decorations, unterteilt. Und warum nun nahezu? Nun, aktuell sind noch nicht alle Dekorationen in diesem neuen System untergebracht. Diese müssen noch nach dem alten Verfahren in einer Werkbank hergestellt, von euch in euer persönliches Inventar bzw. in die Schnellstartleiste verfrachtet und dann platziert werden. Allerdings denke ich, dass dies bis zum vollständigen Release von Age of Sorcery auch noch behoben sein wird. Fangen wir mit den Gebäudeteilen an. Wenn ihr diesen Reiter aktiviert, seht ihr unter den Hauptkategorien eine weitere Unterteilung. Links am Bildschirm seht ihr die unterschiedlichen Baustile, angefangen von den T1 Sandstein und so weiter bis hin zu den T3 Baustilen und den speziellen, wie zum Beispiel Baumhausfundamente. Hier müsst ihr heraussuchen, in welchem Stil ihr denn bauen möchtet. In der Mitte werden euch dann die einzelnen Bauelemente angezeigt, aus denen ihr das entsprechende herauswählt, zum Beispiel Fundamente, Wände, Fenster und so weiter und so weiter. Rechts werden euch die benötigten Ressourcen angezeigt, sowie eine entsprechende Kurzbeschreibung des jeweiligen Stils. Wenn ihr nicht über die entsprechenden Ressourcen in eurem persönlichen Inventar verfügt, wie zum Beispiel Holz, Steine und so weiter, sind die Gebäudeteile rot unterlegt. Verfügt ihr über die Ressourcen, wird dieses Rot zu einem Grün. Ihr könnt zwar rot unterlegte Gebäudeteile auswählen,
Diese sind aber durchscheinend und somit nicht platzierbar. Dies ändert sich, sobald ihr über die Ressourcen in euren Inventar verfügt, dann könnt ihr sie platzieren. Dafür einfach die linke Maustaste drücken. Die mittlere Hauptkategorie sind sämtliche Werkbänke im Spiel. Auch hier ist dieselbe Unterteilung wie auch bei den Gebäudeteilen. Links findet ihr die jeweilige Unterteilung, zum Beispiel Schmiede, Holzbearbeitung, Zauberei, Religion und alle anderen. In der mittleren Ansicht werden euch daraufhin die zu diesem Bereich zählenden Werkbänke aufgelistet, also bei der Schmiede zum Beispiel der Brennofen, aber auch die Schmiede und so weiter und so weiter. Und rechts findet ihr daraufhin die jeweilige Ressourcen. Sobald ihr also im mittleren Teil mit dem Mauszeiger über eine Werkbank fahrt, werden euch rechts die jeweiligen Ressourcen angezeigt. Ebenso das gleiche ist auch die Unterteilung mit der roten Unterlegung bzw. mit der grünen Unterlegung. Habt ihr die Ressourcen für die jeweilige Werkbank im Inventar, ist der Gegenstand grün unterlegt und von euch platzierbar. Ist der Gegenstand rot unterlegt, fehlt es euch an Ressourcen und der Gegenstand ist auch nicht platzierbar. Und zu guter Letzt stehen noch die Decorations, also die Dekorationen als dritter Hauptreiter zur Verfügung. Dort findet ihr unter anderem Betten, Truhen, Wandfackeln, aber auch andere Dinge wie Bilder, Statuen, Totems und so weiter und so weiter. Die Unterteilungen sind hier exakt die gleichen wie auch schon in den beiden Hauptkategorien zuvor. Links die Unterteilungen, wie zum Beispiel Betten oder Truhen, als Beispiel. In der Mitte werden euch die entsprechenden Variationen angezeigt, also welche, die ganzen Bettenvariationen oder die ganzen Truhenvariationen und so weiter und so weiter. Und rechts seht ihr die benötigten Ressourcen. Ebenfalls ist es das gleiche mit der roten Unterlegung, wenn die Ressourcen fehlen, beziehungsweise der grünen Unterlegung, wenn die Ressourcen vorhanden sind. Und das war der Abschnitt des Konstruktionsmenüs mittels F bzw. der linken Maustaste. Jetzt kommen wir zur weiteren. Wenn ihr zum Beispiel ein Bauelement einfach kopieren wollt, zum Beispiel einen Fensterrahmen, müsst ihr einfach die mittlere Maustaste bzw. das Mausrad kurz anklicken, wenn ihr mit dem Zeiger auf dem jeweiligen Bauelement zeigt. So spart ihr euch den Weg über das Baumenü mit F und das Element wird umgehend kopiert und kann von euch sofort platziert werden. Vorausgesetzt, ihr habt noch genug Ressourcen. Aber auch die rechte Maustaste hat im aktiven Konstruktionshammer-System eine Funktion. Früher musstet ihr ein Bauelement, welches ihr zerstören wolltet, mit E anklicken, gedrückt halten, dort das Zerstörungssymbol auswählen und das Element wurde zerstört. Durch das neue Konstruktionsbauhammer-Bausystem könnt ihr euch diesen umständlichen Weg sparen. Einfach die rechte Maustaste einmal klicken, aktiviert den Zerstörungsmodus. Der Zeiger wird zu einem X, das in einem Kreis steckt. Fahrt ihr nun über ein Bauelement, wird dieses rot hervorgehoben. Jetzt einfach die linke Maustaste einmal drücken und das jeweilige Element wird umgehend entfernt und die Ressourcen 1:1 in eurem Inventar wieder gutgeschrieben. Durch erneutes Klicken der rechten Maustaste wird der Zerstörungsmodus beendet und alles läuft wieder ganz normal ab. Mein Fazit dazu: Dieses neue System ist sehr einfach und vor allem sehr schnell. Wenn ihr die grundlegenden Bauelemente mindestens einmal platziert habt, braucht ihr im Grunde nur kopieren, einfügen bzw. fehlplatzierte Elemente zerstören. Gerade das Kopieren und die Löschfunktion der mittleren und der rechten Maustaste verkürzen die Bauzeit unglaublich schnell. Arbeitet ihr dann auch noch mit einer entsprechenden Attributskombination eures Charakters, so dass euer Charakter zum Beispiel trotz Überladung normal laufen, sprinten und springen kann, lassen sich so leicht alle Ressourcen mit sich herumschleppen und ihr könnt sie gezielt verarbeiten, platzieren und eure Basis wächst. Eine gänzlich neue Funktion ist für alle Serveradministratoren unter euch. Egal, ob ihr auf eurem eigenen kleinen privaten Server spielt, beziehungsweise im einfachen Einzelspiel- beziehungsweise Koop-Modus. Die Rede ist vom sogenannten Creative Mode. Dieser kann nur als Administrator aktiviert beziehungsweise genutzt werden und bietet euch die gesamte Palette an Bauelementen. Somit müsst ihr nicht weiter Zeit damit verplempern und im Administratorenmodus durch unzählige Listen scrollen, bis ihr das gefunden habt,
was ihr sucht. Auch Ressourcen spielen keinerlei Rolle mehr, denn sie sind im Kreativmodus vollständig unbegrenzt. Ebenso werdet ihr für Gegner unsichtbar, könnt mittels eines Doppelsprunges auch fliegen, beziehungsweise ihr könnt nicht sterben, wenn ihr herunterfallt und verbraucht beim schneller Laufen, also beim Sprinten, keinerlei Ausdauer mehr. Ihr könnt sogar schneller fliegen, wenn ihr das wünscht. Und wenn euch das noch nicht genug sein sollte, was? Das ist euch noch nicht genug? Alles klar, dann geht einfach in das Admin-Menü und aktiviert dieses Ignore Stability Loss. Dadurch wird die Stabilitätsbegrenzung vollständig aufgehoben und ihr könnt somit nahezu ohne jedwede Begrenzung bauen. Dieser Modus ist somit das ultimative Sandbox-Tool für die ganz Bauwütigen unter euch. Übrigens könnt ihr diesen Modus jederzeit wieder belassen und ganz normal weiterspielen. Allerdings sind dann auch die normalen Regeln, also Sichtbarkeit, Verwundbarkeit und so weiter, wieder aktiviert. Und zu guter Letzt noch eine kleine Anmerkung. Bauelemente oder Dekorationen, die ihr nicht zuvor erworben oder erspielt habt, wie zum Beispiel durch den Kauf von DLCs oder dem kommenden Battle Pass bzw. Bazaar, also diese Gegenstände und Bauelemente tauchen in diesem Bausystem gar nicht erst auf. Sobald sie erworben sind bzw. erspielt worden sind, erscheinen sie in diesem Bausystem ganz von alleine. Teilweise ist der Creative-Modus davon ausgenommen, denn er zeigt euch auch die Rezepte an, die ihr im Spiel erst noch finden und erlernen müsst. Und ja, bereits erworbene bzw. geclaimte Stile und Dekorationen, zum Beispiel aus dem Battle Pass bzw. dem Bazaar, sind auf eurem gesamten Account von Conan Exiles verfügbar. Und nein, solltet ihr über mehrere Accounts verfügen, zum Beispiel einem auf dem PC und einen für die Konsole, ist der andere Account davon nicht betroffen. Da accountweit immer nur einen Account betrifft und nicht mehrere. Und das, liebe Freunde von Conan Exiles, war es auch schon gewesen. Alles in allem halte ich die Überarbeitung des Bausystems, nun ja, für sehr gelungen. Selbstverständlich sind zum aktuellen Zeitpunkt noch kleinere Fehler vorhanden, aber ganz im Ernst, wir sind in der ersten Woche des öffentlichen Testlives. Ich denke also, dass in den nächsten Wochen diese Fehler noch behoben werden. Und jetzt an dieser Stelle ein wenig Eigenwerbung. Sollte euch das Video gefallen haben, denkt bitte daran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr ein völlig kostenloses Abo dalasst, einen schnellen Like oder auch einen kleinen Kommentar. Naja, ebenso könnt ihr dieses Video bei euch auf Facebook, Twitter oder Instagram teilen, solltet ihr auf diesen sozialen Medien aktiv sein. Und natürlich, wenn ihr mögt. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Bis bald. Bye, bye.